Ja, und bei mir jetzt ein sehr glücklicher Teamchef von Reiter Engineering, Hans Reiter. Wie fühlt man sich an so einem Tag? Grundsätzlich großartig. Das glaube ich wohl. Also ich fasse mal kurz zusammen. Pole Position, erster Platz, zweiter Platz, das alles beim Debüt Lamborghini. Mehr geht nicht, oder? Nee, mehr geht wirklich nicht. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Also die Fahrer haben null Fehler gemacht. Gestern der Sieg war schon top und heute der zweite Platz. Man muss bedenken, man bekommt ja nach dem ersten Platz ein Strafgewicht von 30 Kilo. Und da ist der zweite Platz schon mehr, wie man erwarten konnte. Da habe ich dem Thomas Engel schon gesagt, er soll nicht so viel essen. Ja, genau. Also da haben wir noch ein bisschen Luft mit abspecken, dass da vielleicht noch mal 10 Kilo gehen. Aber grundsätzlich, ja, ein zweiter Platz mit dem Platzierungsgewicht ist toll und haben wir nicht erwartet. Wie geht es da jetzt weiter in Spa? Fährt der Lambo da noch mal oder wie schaut's aus? Ja, da fährt noch mal der Lamborghini. Und dann schauen wir, dass der Camaro wieder kommt. Wir haben Aschersleben mit dem Camaro gefahren, waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden, haben noch ein bisschen Arbeit und ich hoffe, dass wir das ein bisschen Aussetzung alles gelöst haben, weil ich muss schon sagen, so sehr mich der Lambo hier und der Sieg gestern freut, wir hatten im Internet so eine Art, wie sagt man, Shitstorm von enttäuschten Camaro-Fans, die wirklich unbedingt dieses Auto sehen wollen. Und also am besten beide Autos dann auf eins schieben, egal bei welchem Rennen. Jetzt gibt es erstmal gescheites Bier, wie wir in Bayern sagen. Ja, jetzt glaube ich, haben wir uns ein kleines Bier oder ein größeres verdient und dann ab nach Hause.